Hallo zu meinem Farmspot-Tutorial. So, diesmal Akt 3, das zweite Quest. Direkt nachdem ihr die Feuer entflammt habt, kommt ihr in Steinfort hier in diesem Gebiet heraus. Da sind manchmal ein paar Gegner, manchmal nicht, manchmal sogar ein Champion Pack. Die besiegt ihr alle. Dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn man die so schön an der Treppe hier festnagelt. Dann kann man die alle einzeln Stück für Stück bearbeiten. So, meine Skillung basiert auf sehr vielen Pets, die möglichst, also die Taktik dahinter ist, dass die den Weg versperren, damit noch nicht mal ein Mob die Treppe runterkommen kann. So, Zeitraffern wir das mal eben noch durch hier. Und dann kommen wir schon zu der entscheidenden Quest. Das ist direkt die erste Quest des zweiten Questteils. Ja. Hier kommen halt ein paar Gegner hoch. Wichtig ist, also ich fokussiere immer die kleinen Flugdrachen. Die finde ich am allerschlimmsten. Der Feuerball kann mich manchmal instant töten. Manchmal überlebe ich ihn ganz knapp. So. Und jetzt kommt der Bossgegner, der unseren Loot droppt. Das ist kein Goldfarm-Tutorial. Es geht hier rein um Loot. Denn in Akt 3 droppt der höchste Item-Level. Genauso wie in Akt 4. So, den Boss, der hat bei mir immer Mörser. Ich glaube, das ist auch fest so. Deswegen kann man entweder auf übelste Maximalentfernung gehen. Dann kann aber unter Umständen trotzdem der Mörser kommen und treffen, wie jetzt in dem Fall. Stirbt man. Ja, oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Da komme ich aber gleich drauf. So, hier sieht man mal so ein bisschen Loot, den ich nach ein paar Versuchen abgestaubt habe. Zum größten Teil Schrott wie immer, aber immerhin auch was Brauchbares bei 960 Zweihand, 700er Einhand. Gleich sieht man noch ein Bild vom 800er Einhand Armbrust, also es kann durchaus auch was Vernünftiges droppen. Oh, jetzt sieht man hier mal so ein Champion Pack. Das ging noch gut weg, das konnte man auch auf der Treppe bearbeiten. Manchmal ist das allerdings etwas kniffliger. So, ich habe mal ein bisschen hier vorgespult natürlich. So, da stirbt der Letzte und droppt natürlich auch zwei blaue. Dann kommen wir hier nochmal eben zu der zweiten Variante, wie man meiner Meinung nach sicherer gegen den Boss kämpfen kann. Man stellt sich einfach ungefähr so nah ran, dann kann der Mörser nicht mehr treffen. Und dank der 1000 Pets, die man in der Skillung hat, kümmert sich der Boss auch erst um die Pets anstatt um mich. Hier habe ich jetzt mal probiert mit meinem billigen Magic Find Equip. Da meine Pets den ja sowieso ablenken, kann ich jetzt auch kurz vor Schluss einfach mein ganzes Magiefindungszeugs anziehen. Ich komme dabei leider nur auf 147%. Macht den Boss damit weg und siehe da, er droppt trotzdem nur zwei blaue. Vielleicht habt ihr mit eurem Magic Equip mehr Glück. So, da ist nochmal die 800er Einhandarmbrust. Sowas kann durchaus auch droppen. Dann haben wir hier nochmal die Skillung, die erste Variante und ja, hier nochmal die zweite Variante. Etwas mit den Runen geändert, Entsetzen und Zombiehunde verändert. So, dann danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Selbstexperimentieren und natürlich beim Loot abstauben. Ciao!